Wobei ja mein König mit recht herzlich willkommen zum Rustikanal und zum kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir die Demo von Angela's Knife. Angela's Messer. Ich hole gerade mal meinen hier Xbox-Controller, weil da stand ja für the best experience. Oh, sorry. Use your favorite controller. Dann machen wir das mal, ne? For the best experience. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Vorab natürlich auch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne das hier gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Der Stöpsel wollte ja der Xbox-Controller rein. Ist mit der Unreal Engine gemacht und ist so, glaube ich, ein Pixel, seit ich weiß. Press Start. Start. I got it. I love it. Pixel Game, yes. Der erzeugt immer diese coole Atmosphäre, ich sag's euch, Leute. Ich bin ja ganz schlecht mit dem Controller. Psycho. Habe ich eine Taschenlampe irgendwie? Ich laufe mal mit ihr. Also, ich kann nur geradeaus laufen. Ich kann nicht rennen. Was ist das? Wir laufen immer noch. What the hell? Jesus. What? Was geht ab? Was geht ab, Leute? Versaubere sich die Aufnahme, Leute. Wandig. Jetzt läuft sie ganz langsam. Also ich kann nicht sie. Entweder läuft sie schnell und von allein oder nicht. Die stört mich. Das ist schon krank. Ich spüre leichte Vibrationen. Vibrations, Vibrations. Boah! Mein Controller vibriert. Hallo? Wow. What was it? Ah, ich kann hier zoomen. What? Das war ja wohl nichts, ne? Ziehst du dich vielleicht mal an, ja? What the? Seht ihr irgendwo eine Tür? Wir können da durchschauen. Aber hier kann ich nichts tun. Ich kann hier zoomen. Lady. Schade, ich kann nichts an dem Telefon kann ich nichts machen. Sie schaut sich im Spiel an und schüttelt den Kopf.
Ich kann doch nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. A tape. Oh oh. Ja, und jetzt den Film an. Leute, ich spiele jetzt wieder in diesem Film. Auf dem Parkplatz. Und ich weiß jetzt halt gar nicht, was ich machen soll. I have no idea. Ich bin doch ganz schlecht in solchen Sachen. Das ist überall dieser. Wir scheinen ja immer Motel zu sein. Irgendwo ein Motel. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich habe null. Null. Null Ahnung. Habt ihr eine Ahnung, Leute? Maybe? Ich könnte auch immer ranzoomen. Keine Ahnung. Was mache ich aber da? Prosti. Ich komme nicht mehr zurück. Und hier schon ein Zaun. There's no easy way out. Leute, I have no idea. Ich komme hier nicht durch. Er lässt mich nicht. Er lässt mich hier nicht durch. I don't understand. Freunde, ich habe null Idee. Keine Ahnung. Vor allem, man sieht auch nichts. Ich habe nicht einmal eine Flashlight oder irgendwas. In der Folie.
Oh, warte mal. Das scheint doch hier kaputt zu sein, oder? Seht ihr das? Ich habe keine Ahnung. Leute, ah, da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Oh, jeez. Es nimmt so lange auf. Ich komme nicht hier runter. Ich komme nicht mehr von diesem Gedöns runter, ja. Now. Leute, I don't know. Leute, wenn ihr es wisst, habt ihr eine Ahnung, was ich jetzt machen soll? I don't know. Mir fällt. Er vibriert. Er hat vibriert. Vibrations. Leute, I don't check the game. Leute, ich check's nicht. Da war, habe ich gerade Vibrations gespürt. Ah, oh, die Steuerung. Hier an dem Fenster, ne, wo sie, wo man ja wahrscheinlich das Bad sein soll. Da habe ich gut Vibrations gespielt. Hier. Mach das selber. Alter Spanner. Normal in diesen Motels, oder? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt stehe ich wieder da hier und habe vom Rätsel. Ich stehe wieder vom Rätsel. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Und habe no idea. Vor allem, es ist so dunkel. Wir haben ja auch keine Flashlight oder was, ne? Leck mich doch. I don't understand. Leute, I was it. What's going wrong? Ich glaube, ich kann noch 20 Mal um das Haus rennen. Ja. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich kann ja nicht 3 Stunden aufnehmen und ich weiß nicht, um was es geht. Oh no. Ich kann nicht rennen oder sonst was. Vor allem, wo ich jetzt wieder hin muss.
Das ist jetzt die gute Frage, ne? Wo muss ich hin? Keine Ahnung. No idea. Freunde, seid mal nicht böse. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. No idea. Ich finde es einfach nicht mehr, weil es ist alles zu dunkel. It's too dark. Und wenn man da nicht einmal einen Anhaltspunkt bekommt, wo ungefähr das Ziel sein soll, ja, wie soll man dann wieder hier irgendwas finden? Wenn man kein bisschen Plan hat, oder? I need more instructions. Sorry, sorry. Nee, no. Freunde, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. I'm so sorry, but I don't know what to do. Ich habe keine Ahnung. Freunde. Are you afraid of monsters? I should be. Monsters do exist. Ah, Brightness, da können wir ja noch die Brightness ein bisschen ändern. Da kann man die Brightness ändern, das sagt er mir. Aber der Motel. Jetzt sieht man wenigstens mal ein bisschen was. What can see? Aber es hat mir trotzdem nicht weitergeholfen, ne? Weil ich weiß nicht, wo ich hin soll. Don't know. Ich versuche so an der Seite mein Glück. Ansonsten werde ich halt zum Ende kommen, weil hier jetzt die richtige Location zu finden, welches ist jetzt unser Räumchen, ne? No idea. Hier ist zumindest mal nicht, ne? Wir könnten jetzt alle Buden abklappern, aber wo ich letztendlich hin soll? Oder ob ich überhaupt wieder zurück soll? Keine Ahnung. I have no idea. Könnten da in den Pool springen, ja? Jump in the water. Schwierig, schwierig. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich komme jetzt mal zum Ende. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Roasting-Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur auf diese alte Matschbirne drücken. Press the Head-Button. To subscribe. Und ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, passt aber auf euch auf, schützt euch, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit. Und mit Aussicht auf den Pool, warum flackert das da hinten? Oder das ist einfach nur Billigfeld. Mit Aussicht auf den Pool und sorry dafür, dass ich nicht weitergekommen bin. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschö mit Ihnen, vergnügter Rotz, euer Rosti. Thank you, goodbye. Stay healthy, my friend, and have a wonderful Christmas time. And sorry, I don't know what to do.